Hallo, hier ist wieder der Xi. Und es geht weiter mit Ngang. Immer noch in der Geheimpassage des 13 Gebietes, der 13 Ebene. Ja, damit haben wir, was das betrifft, quasi momentan Halbzeit. Wird's einfacher? Nö. Natürlich nicht. Erwartet auch keiner. Was aber schön wäre, wäre, wenn wir diese Passage alsbald hinter uns bringen würden. Und das tun wir auch. Wow. Oh ne, wir haben den anderen Raum mit uns gelassen. Das ist einfach. Einfach nur springen, 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 springen. Ach ja. Wow. Ging doch. Ha, schön. Hast den halben Weg schon hinter dir. Bin überrascht, dass du es so weit geschafft hast. Ja, nicht nur du. Ja, und dann kommen wieder solche simplen Räume. Das Schlimme an solchen Situationen ist, du siehst Kit halt teilweise schon gar nicht mehr, wie er in den Stachel fällt. Sondern manchmal wirkt's regelrecht so, als hätte das Spiel an der Stelle einfach schon vorberechnet, dass er sterben würde, und deswegen geht's gar nicht mehr großartig weiter. Das ging doch. Zurückgehen. Spaß. Aha. Ja. Sag ja. Genau so eine Sache, die ich nicht ausstehen kann. Wenn ich zigmal dahin zurückgehen... zigmal die Wege zurückgehen soll, die ich einmal gegangen bin. Aber ja, im Endeffekt ist es halt eine interessante Art und Weise, mit der Mechanik umzugehen, weil man halt sagt, ja, du brauchst die Gegenstände später noch, deswegen sind sie jetzt für dich mit ihrer speziellen Trefferkiste quasi genauso fatal wie Stacheln. Das für sich genommen ist keine schlechte Idee. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz. Möchte an der Stelle nochmal anmerken. Egal wie oft ich hier krepiere, egal wie sehr ich mich über das eine oder andere vielleicht aufregen mag, versteht das nicht als eine Aussage hinsichtlich dessen, dass das Spiel schlecht oder gar unkreativ wäre, weil das einfach nicht stimmt.
Ich habe es schon mal vorher erwähnt, über ein Spiel mit solchen vielfältigen Inhalten kann man im Bereich der Wannabe-the-Guy-Fangames froh sein. Man kann wirklich froh sein über ein Spiel, das solch eine Abwechslung bietet. Das Spiel wird seinem Namen gerecht. Es ist halt wirklich nicht einfach nur ein weiteres Needle Game. Plattformstatus angehalten. Plattformstatus los. Ja, wenn ich an den auf den Plattformen nicht immer so festkleben würde. Eigentlich das, was mich an den Plattformen am meisten stört. Dass ich an ihn so festklebe. Ja, ich will die. Ich will die mittlere Plattform gar nicht erst nutzen. Die bringt mir eh nichts. Gegenteil, die hält mich nur auf. Jep, dieses dämliche Mitschleppen. Ich hasse es. So. Und tschüss. Plattformstatus langsam. Aha. Aber komme ich da nicht auch einfach so rüber? Müsste doch eigentlich gehen. Mit so einem leichten Sprung. So einem ganz, ganz leichten Sprung. Hauchzart. Das müsste doch eigentlich zu schaffen sein, der Sprung da oben. Ich meine, dass ich so einen Sprung schon mal machen musste. Und wir haben den geheimen Gang in diesem Gebiet schon. Von daher brauche ich nicht davon ausgehen, dass ich hier, wenn die Plattform dann schneller wird, was sie höchstwahrscheinlich tun wird. Mist. Es ist sehr präzise. Es müsste doch eigentlich gehen.
Müsste, könnte, sollte. Ich bin mir so sicher, dass ich so einen Sprung schon mal machen musste. Doch, das geht doch. Das geht doch. Er kommt über zwei Stacheln so drüber. Das andere, was ich hier im Raum sonst machen müsste. Plattformstatus immer noch langsam. So viel dazu. Jetzt lass mich doch einfach darüber. Mein Gott. Geht doch. So geht der Raum nämlich auch. Meine Fresse. Lass mich doch jetzt hier nicht verarschen. Plattformstatus langsam. Hey, guck mal, ich habe mich reingeglitscht. Ja, Mensch, die Versionsaktualisierung hat sich ja wirklich gut um Fehler gekümmert. Richtig, richtig gut. Du kannst das. Ja. Womit wir wieder bei dem Sprung befreundet werden. Oh, bitte. Das hast du kommen sehen. Habe ich das? Mal klappt das Spiel wieder ein bisschen zusammen. Schon lustig, wie man einen und denselben Sprung in die eine Richtung schaffen, in die andere verbocken kann. Andererseits, ich habe da gerade so eine Idee. Was ist, wenn ich so mache? Wenn ich mich zuerst an die Wand dran kuschel und etwas mache, was hier eigentlich erst viel später gefordert wird. Nee, bringt mir nix. Ja, und wie oft soll ich den Sprung dann noch machen? So oft. Okay. Warnung. Billige Schwierigkeit. Meinst du? Ah. Ich sehe. Na komm. Komm schon. Das geht.
Na komm schon. Nicht der einfachste Sprung der Welt, aber er ist machbar, was ich hier gerade probiere. Es ist machbar. Ich muss halt. Mein Ziel ist halt, so weit unten wie möglich abzuspringen. Man muss den Raum zwischen den beiden Stacheln da unten dann wirklich gut ausnutzen. Na komm schon. Ach komm schon. Ja, und dass hier, dass einem die Sicht so blockiert, wäre ich schon bewusst. Ich fürchte halt, dass bei dem, was ich da gerade probiere, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich durchkomme, als wenn ich versuche, den Raum normal zu machen, weil ich versuche, den Raum normal zu machen, ja, man sieht schon, was dann verlangt wird. Billige Schwierigkeit, sagte. Ja. Fast. Fast. Ich weiß nicht, was von beiden ich hier unbedingt machen möchte. Das andere ist halt wieder Zeitdruck. Das andere wäre halt wieder Zeitdruck. Bei dem hier wäre es halt ein Sprung, ein gut gesetzter Sprung und wir wären vorbei. Ich springe aber auch einfach viel zu. Viel zu früh. Andererseits. Kommt doch da nicht rein, oder? Ich weiß gerade nicht, was ich machen will. Beides wirkt furchtbar auf mich. Vor allem nervt mich hier halt allein schon diese erste Stachelpassage hier oben. Diese Sichtblockierung.
Okay, mach's halt normal. Fühl dich so frei, jeden einzelnen Doppelsprung zu nutzen. Du brauchst sie wahrscheinlich eh nicht. Oh. Wie sah's aus, bräuchtest du sie? Na, so ein Zufall. Dieselbe Sprunghöhe immer wieder treffen. Yay. Yay, geschafft. Die mysteriöse Kiste kann viele Dinge. Aha. Ich weiß auch, was sie in diesem Fall macht. Meistens teleportiert sie allerdings. Boah, recht viel klassischer als das hier geht's kaum. Der Anfang ist einfach nur dazu da, damit man keinen Doppelsprung mehr hat. Komm schon, das ist doch eigentlich nicht schwierig. Geht doch. Es gibt doch, was ich sagen möchte. Aber ich komme einfach nicht drauf. Ich auch nicht. Will ich das Ganze vielleicht andersrum machen? Nee. Was mache ich jetzt wieder falsch? Es reicht gerade so nicht. Aber ich komme doch damit dann da nicht auf die andere Plattform zurück. Immer gerade so nicht.
Wie knapp? Gibt's da nicht. Ah. Darf mich ruhig noch ein wenig fallen lassen. Dann. So. Dann zum Schluss nochmal richtig verkacken. Richtig. Das war der Plan der ganzen Sache. Ja, manchmal muss man halt einfach auch einen Schritt drauf zumachen, ne? Manchmal muss man halt auch einfach mal einen Schritt drauf zumachen. Darf nicht immer erwarten, dass alles auf einen zukommt. Dass alles von selber passiert. Manchmal ja, ich glaube, ich will das so machen, wie ich das gerade versuche, dass ich das hier mache. Nee, das haut nicht hin. Jetzt sind wir auch mal daran krepiert. Gut. Hübsch wieder alle Fehler machen, Xi. Hübsch alle Fehler zeigen. Ah. Das Problem ist halt, wir sind so langsam. Ja, es geht schon. Geht schon in einem Satz. Man muss nur den richtigen Moment abpassen. So, jetzt sind wir da nochmal krepiert. Ja, gut, dass hier das Blut nicht auf den Stacheln bleibt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Jo, verbock ich's da drüben immer. Sprungknopf zur falschen Zeit gedrückt. Nöch. Wieso krieg ich das da drüben nicht hin? Da wär's doch wesentlich problemloser. Komm schon. Darf ich diesen Raum jetzt wirklich nicht mehr in diese Folge schaffen? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich bin jetzt stur. In dem Moment schafft es. Das hier wird Diamant genannt, weil wegen der Form, die im Inneren geschaffen wird. Mir gefällt Doppeltür lieber, aber wie auch immer. Was auch immer. So. Oh, okay. Oder wir schließen. Und wieder F, wie sich das gehört. Gut, an der Stelle bin ich aber dann die Folge und muss ich beim nächsten Mal dabei. Ngang. Wenn wir die vierte Ebene, ja, das vierte Level betreten. In dem Sinne, ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.